So, da sind wir mal wieder. Weiter geht's. Ja, heute bin ich mal wieder alleine. Ja, solltet ihr ab und zu mal so ein Pfeifen im Hintergrund hören. Das ist die Konsole. Die wird immer noch abartig laut bei Dark Souls 3. Ich weiß es nicht warum. Fragt mir auch nicht wieso. Wenn jemand auf PC spielt, schön für euch. Ist doch so. Will ich nichts sagen. Ah. Da hört man den Osairo schon in der Ferne rumbrüllen. Hallo. Zu schwach. Na, mach's gut. Ja. Bisher läuft's eigentlich ganz gut. Und wenn wir heute den Ollen Drachen Valley. Warte mal, muss mal kurz nachschauen. Bin mir gerade selber nicht mehr so ganz sicher. Wenn wir heute den alten Drachen gelegt haben, ja. Dann müsste ich endlich den Schild auch noch tragen können. Yay. 38 in Belastung. Überlegt mal, was hätte man da alles in Kondi, Vitalität, bla 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 investieren können. Aber nein, ich muss ja ein Tagescosplay machen und der Schild, der fehlt halt noch. Ich dachte mir, mit dem schwarzen Schild hier schaut es schon mal immerhin etwas besser aus. Oh, verflucht. Hab ich. Aua, aua, steh auf. Verflucht. Ja. Affe, du hast Range. Hast das? Danke. Ja, und für die, die den Trick noch nicht kannten, ich muss es ja mal zeigen. Wenn man hier jetzt Guinevere's Ring, also ist der Ring der schon den Prinzessin, wer könnte das noch sein? Rechte Spalte seht ihr den roten Punkt TP. Wenn man das immer wieder an- und auszieht, seht ihr, dann regeneriert man Lebensenergie. Man kann das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Mist, ich habe den Schild jetzt nicht dabei. Man kann das Ganze nicht beschleunigen. Doch man kann es beschleunigen. Hat man jetzt zum Beispiel ein Schild dabei, der Leben regeneriert und eine Waffe, die Leben regeneriert. Dann geht das ganz gut. Ja. Ich mache das halt jetzt nur mal so, weil ich habe eh gerade die Zeit, weil ich bin toxifiziert und der Wert muss runter. Und ich muss wirklich schauen, dass ich wenig Estus verbrauche, weil sonst sind wir ziemlich am Arsch. Nicht nur wegen den Drachen, weil vor dem Drachen ist noch so ein blöder Wächter. Der ist ziemlich stark, macht ziemlich viel Schaden. Und so klein der Scheißgarten auch sein mag. Ja. Es reicht, dass man da schon mal kurz vorm Ziel ohne Essen dann darsteller kommen. Ein bisschen zügiger hier. Joe, du könntest ja auch einfach spielen und den Ring ausrüsten. Das ist wohl wahr, das könnte ich, aber nö. So. Über 1000, das soll es eigentlich tun. Was ist das da? Nur ein dummer Ring, richtig? Hätte man nicht gebraucht. Gott verflucht. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Wisst ihr, off-cam habe ich mal so ein bisschen Gegrüße nachgeholt. Mit Gegrüße meine ich halt eben Sachen wie Hi. Hey, findest du es jetzt lustig? Gegrüße halt wie Gegenstände, die ich liegen hab lassen und so weiter. Unter anderem, weil ich da auch noch mal in der gottlosen Hauptstadt stirb. Ich hab's versäumt, den Ring zu holen in der Grube mit den Spinnenweibern. Oh, hey. Titanitbrocken. Geil. Kann ich brauchen. Einen noch und wir können die Waffe verbessern. So. Hallo, Schnecken. Aha. 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 Und lauf, 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 lauf. Ah, war das knapp. Ja, da liegt ja noch was. Ist das notwendig? Ich glaube, nein. Ja. Oh, hey, komm, wir machen ja noch mal so ein Todessumpf.
Okay, habe ich da noch zufällig welche? Natürlich habe ich noch welche. Das ist ja jetzt praktisch. Bam mal auf. Verpiss dich, Schnecke. Ich kann gerade nicht. Hallo. Hältst du mich für blöd? Komm mal ein Stück her. Du bist gerade voll im Gift. Ach so, du willst nur dahin, weil er dein Kollege ist. Hallo. Muss ich noch lauter schreien? Okay. Schrei mal für mich. Das interessiert ihn nicht. Ich will aber nicht rein. Aber da liegt ein Gegenstand. Was ist es denn? Giftstein? Ja, ne, dunkler Arschloch. Ja, komm mal her. Hopp. Komm, ich will dich da nicht bekämpfen. Scheiße, bist du blöd. Ja, wollen wir es so machen. Komm mal da ein bisschen näher her. Nicht, dass dein Kumpel da ist, sondern auch noch mein, der muss Scheiße bauen. Schnecke, bleib da, wo du bist. Lass die Fühler da, wo ich sie sehen kann. Oh, das wird wehtun. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich mag die Viecher nicht. Mit einer Feuerwaffe sind die echt easy. Aber ich habe keine. Und ich habe, ja gut, ich könnte mir eine machen, ja, aber ich habe nicht so viel davon und ich möchte es nicht aufbrauchen für... Hallo. Hinter dir muss auch erst einschlagen, bis du was mitbekommst, oder? Komm, das reicht, ja! Haben sie aber noch eine Feuerbombe über. Jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich vergessen habe. Ja. Ich vergesse in letzter Zeit so viel. Ich weiß. Es ist sogar ein bisschen schade, dass ich das vergessen habe. Aber ich kann es nachholen. Leider halt nicht in diesem Part, weil ich bin kein Fan davon, wenn der Aufnahme ins Hauptmenü zurückzukehren. Wupp. Ich wollte eigentlich im Online-Modus spielen. Allein schon für der allgemeinen Belustigung, weil vielleicht hätten wir eine Invasion bekommen. Also ich wäre invasiert worden. Gewesen. Tun. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Kann man das... Hier sind zwei Eingänge. Ne, den einen mauern wir zu. Toller Einfall. Arscharchitektur. Vom Feinsten. Ja, vielleicht würden wir invasiert werden für die allgemeine Aufheiterung der Stimmung und so. Und die letzten paar Mal lief es gut. Solange es nicht mehr wie ein Invader ist, komme ich ja mit allem klar. Eigentlich. Selbst zwei haben wir ordentlich zu beißen. Hat man ja gesehen. Du kleine miese Drecksau. Geh mir aus dem Weg. Ich habe mit deinem Bruder gesprochen. Ja, du kleines verfluchtes Arschloch. Kommst du jetzt geil vor oder was? Oh hey, gratis ist das. Ja, ich mach jetzt erstmal den Shortcut hier auf. Ist auch voll geil. Würde jetzt sagen, dass es ein unüberwindbares Hindernis ist, aber naja, okay. Die Tür ist schon ein bisschen dicker. Ich meine, auf der anderen Seite könnte man die nicht eventuell eintreten. Ach egal. Ach egal, ich will nicht drüber nachdenken. Es geht ja eh nicht. Aber dennoch. Es ist... Naja. Stirb. Was ist das denn? Was ich will? Ja, doch, das nehme ich mit. Bist du jetzt endlich mal tot? Ich finde diese Mauer da irgendwie interessant. Ich weiß auch nicht warum. So. Entschuldigung, ich muss mal kurz hier das hier nehmen. Tendenziell regeneriert das jetzt genügend Lebensenergie, dass ich mir nochmal einen Schluck schenken kann. Das wäre schön. So.
Na, wen haben wir denn hier? Einen Ring, einen Drachenschuppenring. Habe ich noch nie benutzt. Sehe ich als nicht notwendiges Ding. In Dark Souls 2 gab es den auch schon. Da hieß er nur Goals Schutzring und man hat eine Leiche auf dem Rücken. Nur so aus Interesse halber. Sekunde kurz. Ich mache mal kurz bis 1200. Das haben wir ja gleich. Ja, ja, jetzt haben wir es. Aha. Man. Ja, ich habe irgendwie so eine Aura, aber irgendwas, aber gar nichts ist. Nicht viel. Ja, er verringert halt drastisch hier den Schaden, der einem bei einem Backstep zugefügt wird. Will ich da hoch? Ich will, glaube ich, da hoch. Ich glaube, das war gar nicht mal so dumm, wenn man da hochgeht. Lag hier was? Nein. Ja, also. Ja, im PvP gegen Backstep-Fischer vielleicht ganz interessant, aber auf der anderen Seite, man sollte es so oder so vermeiden. Ja, hat sich gelohnt. Vermeiden, dass man einen Backstep bekommt, weil. Backstep ist nicht gut. Der ist nicht gesund. 7 Stück, das ist schön. Vorsichtig. Schwupp. Hallo. Na? Das ist noch der einfachere der beiden übrigens. Wie die Damen und Herren sehen, halten die echt viel aus und die haben Puls. Und wie gesagt, das ist der einfachere. Gib mir deine Hose. Was hat Tages nur damit, dass er die Hosen seiner Feinde sammelt? Ach, ich verstehe es auch nicht. Hi. Da, der da, ne? Also, der da. Vor mir. Der ist ein Arschloch. Ja, glaubt mir, ich bin froh, dass er jetzt so schnell tot war. Oh, was haben wir denn da Feines? Wie viel wiegt das? Es sieht männlich aus. Es sieht cool aus, ja. Also ich wäre fast geneigt. Wäre die mir böse, wenn ich das benutzen würde bei Gelegenheit? Es. Ja, ich muss es erstmal verbessern und dann schaue ich mal. Es würde mich ja dann doch ein bisschen reizen. So als Alternative, wisst ihr? ja. Sekunde. Ja, und in der letzte Kathedralsitter, da droppt halt eben immer den da. Ignoriert das Geräusch, das ihr da gerade hört. Das ist ein Staubsauger. Osiris saugt gerade sein Zimmer. Ja, ja, bin gleich da. Stopft er gleich dein Maul. Da wäre jetzt das Schwert ganz bestimmt richtig gut. Es ist eh hinfällig. Sobald ich den Schild tragen kann, ist das Schild hin. Ist das Schwert. Der Schild. Der Schild. Um das klarzustellen, es heißt der Schild, nicht das Schild. Das Straßenschild. Der Schild zum Blocken. Das ist ein Unterschied im Detail, aber das ist entscheidend. Weil das eine ist dann das Schild, das andere ist dann der Schild. Ne? Das, der, das, der, das, der. Mir geht das Geräusch allmählich tierisch auf die Eier. Seufz. Du hast doch voll die Warzen auf dem Rücken, das ist ja eklig. You ignorant slaves. Butel. Butel. Entschuldigung, aber ich finde den Ausdruck interessant. Bla bla bla, ich reiße den Arsch auf. Komm, auf geht's. Butel. Der Büttel werde ich jetzt zu seinem Sklaven machen. Will ich hoffen. Oh yeah. Das. Habe ich den jetzt nicht erwischt? Oh, hey. Kannst du deine Ausdünstungen bitte für dich mal. Halt's Maul, ich spreche gerade. Kann ja nicht sein.
Ignorance. What could you possibly fear? Halten Rand. Kill yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Tarkus, was würdest du davon halten, ein bisschen schneller zu trinken? Das ist nur so eine Idee. Hammer. Schnell noch ein bisschen Spam. Oh, hey. Du kannst dich ja drehen, du bist voll der Held und so. Okay, das ist ungeil. Mach das bitte nicht mehr. Nope. Hallo, hier ist der Büttel. Ich bin hier, um dir deinen Arsch aufzureißen. Das hatte ich bereits gesagt, ich weiß, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Tarkus, trink. Tarkus, roll. Tarkus. Tarkus. Na, hat's wehgetan, Arschloch. Bleib stehen, komm. Komm, das ist sonst Tierquälerei. Ey, ich will nicht wegen dir eine Anzeige von Greenpeace bekommen, ja? Das ist nicht meine Schuld, der macht's nur unnötig schwer. So, mal also. Ruhig jetzt. Der Büttel hat gesiegt. Ich bin der Alpha-Büttel. Tarkus ist der Alpha-Büttel. Nicht ich. Nicht wahr, Große? Eder? Er freut sich. Irgendwie. Oder er hatte gerade mal wieder Gicht in der Faust. Also es ist entweder eins oder zwei. Also eins von beiden. Gab's hier was in dem Raum? Nein? Hm, schade. Päuschen. Ja, jetzt kannst du dein Pausenbrot rausholen und trinkst ein bisschen Apfelsaft und dann geht's weiter. Scheiße, gibt der Hund viel Seelen. Hast ihn doch jetzt? Warte mal. Lass mich mal ausrennen. Nein. Was? Wie viele Seelen sind denn das? Wie viele Level sind denn das? Ist ja noch mindestens 4 Level, oder? Naja, 3 auf jeden Fall. Jetzt schwelge ich gleich wieder etwas in Nostalgie. Du kleiner Hund! Du kleiner Hund, du! Stirb! Nein! Strafe! Ach, ja. Das gute alte Drake Blutset. Oh, halt, Moment. Ich übersehe die ja gerne mal. Warum auch immer. Aber es passiert hin und wieder. Ja. Ist das die einzige hier, richtig? Ja. Hätte ich spüren können, das waren mehr. Hier ist natürlich nichts, ne? Ja. Genau, das müsste jetzt nochmal eine sein. Nicht wahr? Jep. Geh doch. Und das hier ist eine kleine Nito-Referenz. Hatte ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es ja bei Nito diesen Dropdown, wo man richtig viel Schaden genommen hat. Das ist normal auch so gedacht, wenn man da runter geht. Aber wenn man hier runter geht, nimmt man keinen Damage, muss man wissen. Sieht nämlich nicht aus, als ob man hier landen könnte, aber das kann man. Wieder was gelernt. Wir machen die Kleinigkeit, wir kommen dann gleich wieder hierher zurück. Wird eine ereignisreiche Folge heute. Wenn schon kein PvP, dann muss ich wenigstens was leisten. Schaffe, Häusle baue, oder... Nein, Häusle baue nicht. Schaffe, töte alles. Ja, doch. Mit einem von euch komme ich klar. Aber zu dritt wäre die echt asozial. Was will das denn werden? Nein! Peinlich! Ja, schön kannst du es. Soll es als
Kindergeburtstagszauberer auftreten. Kommt ganz bestimmt geil. Vor allem mit den Flügeln. Naja. Was machst du? Was machst du? Seelen eines entmutigen Ritters. Hey, entmutigt. Yeah. Ha! Lol. So, kurz in den Feuerbahnschrein. Ganz kurz. Leveln und dann sind wir gleich wieder da. Es geht ganz fix. Oh, entschuldige das gerne. Es ist noch früh am Tag. Ja. Es ist. Naja, es ist nicht mehr so früh. Es ist 11:15. Will ich was von dir? Ja, stimmt doch. Stimmt doch. Wir wollen zwei hiervon, einen davon. Na, 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 wir sind noch nicht fertig, Kleine. Wir sind noch nicht fertig. Wir nehmen davon 5 Stück. Reicht das? Ja. Und wir nehmen immer auf 81. Blöde Zahl, aber egal. Ich könnte, ne? Ich könnte. Ja, komm, mach mal. So, habe ich was für dich? Nee. Hab heute keine Knochen, an denen sie rumlutschen kann. Hi. Also erstmal hier bekommst du Kohle, ne? Genau. Dann ist das Flakon verstärken. Geht nur einmal. Und jetzt verstärken wir mal hier die Waffe. Das hier. Und dann, ja, haben wir ja. Können wir. Stopp. Ich hätte auch nicht mehr gelevelt. Weil die anderen, die brauchen erstmal, dass sie auf Max bekommen. Hä? Dafür, dass das jetzt 2 Level höher ist, dann nimmt sich nicht mehr so viel. Sei nicht gar nicht mal so scheiße, das Schwert. Ja, schauen wir mal. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Aber jetzt erstmal das Wichtigste. Wir sind komplett. Sag mal. Wir sind nicht fertig. Wir sind komplett. Auf mit dir, komm. Du hast jetzt alles, also an Ausrüstung. Ja. Ja, warum auch immer. Genau, schrei rum. Ne? Findest du es jetzt cool? Ich weiß, ich finde mich auch cool. Genau, du bist eine Lokomotive. Chu-chu und so. Okay, auf geht's. Wir haben hier einen Gundir zu verdreschen. Leichter gesagt als getan. Ich bin gespannt. Normalerweise müsste es ja nach der Tänzerin jetzt noch genug Brocken geben, dass ich die Waffe upgraden kann. Die anderen Brocken investiere ich dann mal in das größere Schwert. Wobei ich halt wirklich sagen muss, wenn ich das größere Schwert nutze, dann kann ich den Schild ja nicht mehr benutzen. Warum? Dieser Schild hat diese scheiß Angewohnheit, dass er einfach mal 14 Kilo wiegt. Das Schwert hier wiegt 9. Das hier wiegt 15. Also, ne, das, ich würde 5 Kilo zu viel wiegen. Und ich sehe es irgendwo nicht ein, warum ich jetzt noch mehr in Belastung skillen soll. Weil ich habe doch eh schon 38. Ich muss die anderen Werte auch mal skillen. Kommst du mal? Dankeschön. Komm, ich will da mal testen. Oder auch nicht. Du kannst keine Poise haben, du trägst nichts. Böse Wauwaus. Für mich ist das jetzt wirklich was ganz Neues. Ich spiele normalerweise so gut wie nie mit Großschild. Ich kann das nicht. Also seht's mir nach. Hallo? Oh je, Fanclub. Kannst du sie mal bitte lassen? Oh, okay, das kannst du tun.
Nein. Weil nein. Ah, ich kann mir Schlücke genehmigen. Schlücke. Das ist ein Deutsch. Schluck. Schlücke? Ist das nicht sogar richtig? Ach, ich weiß es nicht. Ich gebrauche dieses Wort so oft. Ich weiß sowas nicht. Weil wir werden dann eh invasiert hier von Töchterchen, Kristallweise und so. Ich glaube, die sind ein bisschen piss, weil wir einen Vater oder den Onkel getötet haben. Die wir jeweils anderen werden wir auch noch umbringen, also. Ja. Ich brauche mal kurz hier Pfeil und Bogen. Oh, ich kann Pfeil und Bogen nutzen. Was ist jetzt? Boah, wow. Dass ich das noch erleben darf. Ah ja, okay. Ja, falsch. Aua. Hast du mich gerade gebissen? Tages nicht treten. So, das hier ist gut. Das ist sehr gut. Und jetzt zeige ich euch gleich noch einen Trick. Das vergessen viele, aber es rentiert sich, wenn man sich... Oh. Moment. Ja, einen Trick gibt es dann danach. Wollte das was werden, Kindchen? Jawohl. Du bist tot, verflucht nochmal. Hier liegt nichts mehr, ne? Ja, naja, gut, war ja eigentlich auch genug Ausbeute. Dafür, dass ich die eigentlich nicht würdig brauche. Scheiß drauf. Habe ich eigentlich eine Scholle? Weil das wäre... Ja, das ist, weil ich die Siegwart-Quest verbuggt... Ja, verbuggt habe. Naja, ich habe sie verschissen. War meine eigene Schuld, aber... Ja, wir kommen schon noch an eine Scholle. Irgendwie. Irgendwo. Spätestens im ersten DLC. Ja, vielleicht nehme ich jetzt Schaden. Na, das wäre ungünstig. Wenn ihr Schaden nehmt, denkt dran. Ernsthaft, ich bin hier was am Erklären. Du kannst dich jetzt nicht einfach invaden. Aua. Ja, okay, ich habe Schaden genommen. Dann kann ich das ja gleich erklären. Abgrund. Mach's gut. So, wenn ihr Schaden nehmt, nehmt doch mal einfach den Ring hier, ne? Oh, ein Schluck. Und ihr seht oben, das heilt richtig viel. Ihr habt den Ring, den hat so ziemlich jeder. Sollte man haben. Nehmt den. Der ist gut. Wenn man die Zeit hat. Wenn ihr allerdings so einer hier seid, ne? Also so wie Bob, hier so vergesslich und haltet euch dann den Kopf und ja, seid nicht wie Bob. Nutzt den Ring. Lernt lesen und schreiben. Du verfluchtes Arschloch. Das habe ich genau gesehen. Oh, ist ja gar nicht mehr nötig. Ich habe ja... Ich habe doch den hier, ne? Den habe ich ja. Hi. Au, verflucht. Wieso ins Gesicht? Kannst du mir sagen, wieso ins Gesicht? Nein. Das ist jetzt nicht die Welt an Lebensregeneration, aber immerhin. Es sollte helfen. Was ist das denn? Wer bist du denn? Ah, nee. Und sammeln die Leute wieder rum, du hast das Phantom dabei. Oh, hey, kommst du mal? Du bist doch so gratis. Lebe, hey. Jetzt zwei. Ach komm. Ernsthaft jetzt? Halte ich erst noch Predigen um den Ring und jetzt habe ich selber nicht gemacht. Typisch. Ich höre doch was laufen hier. Was ist denn da los? Bist du, ne? Da bist doch du hier. Stirb.
Habe ich eigentlich was bekommen für die Kristallweise, ne? Hm. Muss ich das Spiel mal neu laden, dass hier Loot oben liegt? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, hey. Leck mich. Und wir sind... Cool. Ich nehme gerne den hier. Haut es hin, ja. Okay, der erste Bosskampf als richtiger Tag ist. Ja. Kniet er da noch? Der Lappen kniet da noch, ne? Der Lappen. Der Lappen will mich jetzt immer so richtig ownen. Oh shit. Ich habe jetzt Äonen aus ihm rausgeschlagen und ich fühle mich, als hätte ich ihm gar nichts getan. Oh, oh. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Du weißt schon, ne? Dass es hier nicht so läuft. Ich bin hier der... Ich bin hier der Held, nicht du. Kannst jetzt schon so ein bisschen bitchy sein, das ist mir egal. Au. Bin immer noch der Held. Lol. Tschüss. Mir doch egal. Du wirst sterben. Erwischt! Du wurdest gerade vom Helden erwischt! Ist das alles? Ich, der Held, bin gelangweilt. So. Ohne Phantom. Jetzt alle glücklich? Jetzt könnt ihr euch einen abwichsen. Diejenigen, die sich was darauf einbilden, dass man alles ohne Phantome machen muss. Viel Spaß. Allen anderen, ja. Naja. Ihr wisst ja, nichts Neues. Kann ich ja. Bin nur zu faul dafür. Okay, weiter geht's. Fünf Estus müssen eigentlich vollkommen ausreichen. Mhm. Hier, lol. Habt ihr das gerade gesehen? Warte mal, kann ich es nochmal triggern? Ne, aber man hat auch den Boden gesehen. Okay. Mhm. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Kannst du nicht zuhören? Ich sag dir doch, du siehst mich nicht. Kannst mir nicht wie ein Deppen aussehen lassen. Schickes Schwert. Ey, ich hab auch Poiser. Irgendwo habe ich gehört. Ja, noch zwei. Noch zwei, genau. Zweimal Großschwert, normal. Richtig? Glaube ja. Nee, einmal Axt, einmal Großschwert. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Axt, Axt. Boah, voller Noob, ey. Voller Noob, ey. Ja. Ich weiß es nicht, fragt mich nicht.
ich habe einen Baxter bekommen. Ich habe keine Ahnung warum. War nicht so geplant, gebe ich ehrlich zu. Warum auch immer. Und ja, es lag vermutlich daran, weil er sich bei seinem Überkopfschwingerangriff selber dreht, sich dabei bückt, mir den Rücken kurz zuwendet. Das hat wohl gereicht. Interessant, dass das das Spiel mitschneidet. Naja. Hi. Ah, Ultra-Großschwert. Mein Fehler. Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Ich habe deinen Berufsstand voll in den Dreck gezogen. Du bist Ultra-Großschwert, Heini. Und ich stehe hier. Nicht da hinten. Aha. Ihr hättet euch was droppen können, Jungs. Naja, so, jetzt nehmen wir noch die Chaosklinge. Chaosklinge, genau. Und ja, da haben wir es ja gleich gar. Das war ja mal ein entspannter Part. Kann man so sagen? Ich glaube ja, oder? Ach, irgend sowas wird schon gewesen sein. So. Dann nehmen wir uns das hier mit. Dann schmeiße ich mal das hier raus und leg das hier rein. Damals bei meinem ersten Durchgang. Also wirklich beim allerersten Durchgang. Oh, hi. Ja, ja, quietsch, quietsch, quietsch. Ich nehme den hier mit. Ja. Ja, nein. Habe ich noch nicht. Eigentlich ja, aber nee, ist mir zu teuer. Ja, die Pest haben wir schon, die brauchen wir nicht nochmal. Schmiede haben wir. Jetzt brauchen wir für die Kleine noch ein paar schöne Glotzerchen. Schwupp. Find's geil, dass ich es bis heute nicht auf die Reihe bekommen, dass die Wand langsam verschwindet, weil sie einfach so weg ist. Ich habe voll vergessen, was ich sagen wollte. Zu viel gelabert. Egal. Ja, genau. Damals, bei meinem allerersten Durchgang, das war noch auf Japanisch, das Spiel. Wusste ich nicht, was es ist. Ich wollte es nicht nutzen, weil man weiß ja nicht, ne? Ich wusste ja nicht, was es tut. Hab's den Krähen gegeben. Es kam eine Esso-Scheibe bei rum, aber ich wusste nicht, dass das Ding da quasi der unendliche Heimkehrknochen ist. Naja, egal. So, das soll es gewesen sein für diesen Part. Wir sind jetzt endlich vollständig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tages. Das machst du toll.